Hallo, liebe Freunde des gepflegten Taktik- und Strategiespielspaßes und willkommen zurück zu Steel Division 2. Ich bin wieder mit Mr. Simpson unterwegs. Hallöchen. Hallo. Er spielt die 12. SS-Panzer-Division Hitlerjugend. Das ist eine der Divisionen aus dem D-Day-DLC mit Wittmann auf dem Tiger 1. Ja. Genau, und ja. Ich bin mit der Fallschirm-Panzer-Division Hermann Göring nochmal unterwegs. Das ist die aus dem Death on the Vistula DLC, was ich ja letztens schon mal gespielt habe, wo zwei Sturmtiger in Phase B dabei sind. Also, ja, könnte auf jeden Fall lustig werden. Autobahn zur Hölle haben wir, glaube ich, noch gar nicht gemeinsam gespielt, oder? Ich glaube nicht. Ja, links oder rechts? Boah. Bisschen schwierig. Wobei doch, glaube ich, wir haben es schon mal gespielt. Die Mitte, ich erinnere mich irgendwie an die Mitte. Weiß ich nicht. Ich nehme, glaube ich, rechts. Okay, gut. Ja, ich nehme rechts. Ah, stimmt, ich habe den Beutelfeier. Nee, na egal. Nehme ich eben links. Achso, du wolltest rechts, sorry, du. Oh Gott, sorry, du wolltest rechts haben, ja? Ja. Warte, das ist ja bitte total. Boah, kurz Brain AFK. Alles gut. Sorry. Wo werden wir gebraucht? Los. Kann der sich entladen, der Scout, mit seinem Torwart? So, Infanterie. Was habe ich denn an Panzerabwehr? 50 mm. Oh, mit 65 Punkten. Das ist aber auch ganz schön teuer. Jawohl, Herr Kommandant. So, ein Scout. Oh, der Scout ist übelst billig. Der kostet gerade mal nur 10. Ja, ich hab schon 50 Kilometer. Holen Sie das Fernglas raus, Ufts. So. Ich habe ja hier. Ich habe ein bisschen umgebaut im Vergleich zum letzten Mal. Ich habe jetzt hier MGs dabei. Das ist schön. Was habe ich denn für Panzer? Ach, Beutepanzer. Beute T-34 in Phase. Ah, okay. Achtung! Geht so schnell. So. Achso, ich wollte ja noch ein weiteres MG haben. Hoch auf dem gelben Wagen. Sprüche immer wieder, ey. Ich sehe gerade, ich muss die hier mal verlegen. Die müssen auch mit hier rüber. So. Die fahren sonst hier den langen Weg und das ist scheiße. Zu Ihren Diensten, Herr Kommandant. Unser Grenadier. So, 50 Punkte habe ich noch. Oh, reicht nicht mehr für eine. Für Flak oder für Artillerie. Das ist natürlich jetzt doof. Panzer, Flugzeug, Aufklärung, Infanterie. Panzer reicht auch nicht. Ich glaube, ich bin soweit. Ich habe ja gestern das Video, was heute kam, was ich gestern aufgenommen habe, anderthalb Stunden gespielt. Und mein KI-Kamerad, der hat am Anfang nur eine ISU aufgestellt und ansonsten irgendwie zwei Scouts und drei Packs oder so. Das war alles. Ja. Großartig. Ich bin ready. Okay, gut. So, jetzt muss ich wieder umgewöhnen. Das ist eine Weile her, dass ich... Oh, die habe ich vergessen zu bewegen. Dass ich Multiplayer gemacht habe, dass wir beide, und da kann man ja mal die Zeit nicht anhalten. Ja. Ja. Die Panzergrenadiere sind auf Opel Blitz. Ja, das muss ich dann mal ändern. Jetzt nichts gegen Opel Blitz, aber ich habe lieber noch eine Halbkette dabei, die ein bisschen MG-Unterstützung gibt. Ja. Wobei die ist dann ein bisschen langsamer als der Opel, oder? Ja, die ist ein bisschen langsamer.
Panzerabwehr, Flugabwehr. Hoch auf dem gelben Naja, ein Kontakt. Ein Kontakt. Nicht schlecht. Komm. Oh, da kommt schon einiges durch die Mitte direkt. Ja, ich hoffe, der Firefly kann jetzt, kommt da schnell genug hoch, um irgendwas, wenigstens etwas, zu greifen. Alter, was ist das Ding denn? Los, Männer, Stellungswechsel! Ihre Befehle, Kommandant? Jawohl, Herr Kommandant. Ich höre, Herr Hauptmann. Jawohl, Herr Kommandant. Ah, oh, was ist jetzt rausgegangen? Oh mein. Was ist denn hier los? Ja, ja. Der hat ja meinen Scout schon rausgenommen. Wir brauchen eine gute Feuerstellung. Wir feuern, sobald der Feind in Reichweite ist. Ich habe oh Gott, Kommando. Da steht ja schon direkt ein LKW auf dem... Ne, ein Jeep ist das. Macht die Park auch noch was? Meine Park da oben, die ist noch in Bewegung. Los, ja. Ja, ganz entspannt. Direkt am Panther ran. Was ist denn? Was ist das? Was ist denn hier los? Bewegung. Hast du Stress, Rüben? Ja, da plötzlich kommt da. Kann man sich gar nicht vorstellen, was er plötzlich alles ankam. So aus nichts. Naja, hat er auch schon eine Pack von mir rausgenommen. Ich glaube, bei mir sind Zucker. Ja, genau, zwei sind Zucker schon. Pack geladen. Feuer. Ich zieh dich doch mal zurück, Junge. Scheiße, es hat einen erwischt. Ach, man kann die ja wieder einladen, das ist ja auch geil. Fahrzeug bereit, Hauptmann. Feind direkt zur eigenen Stellung. Jawohl, Kommandant. Marschformation. Was können wir für Sie tun? Verdammt, hier ist ganz schön was los. Ich führe den Angriff selbst an, Kommandant. Ist kurz geruckelt oder was? Also bei mir nicht. Sonst habe ich jetzt nichts gemerkt. Okay, also die 50mm Packs sind scheiße. Da habe ich jetzt gerade schon zwei verloren davon. Oh, oh. Feind direkt zur eigenen Stellung. Das könnte übel werden. Fertig machen zum Sturm. Okay. Ich glaube, mein Beutefeuer. Firefly geht gleich raus. Ah, schade, der ist in Phase A mal ziemlich stark. Nee, ich glaube, er schafft's gerade noch. Schafft's, glaube ich, gerade noch so raus. Jawohl, Kommandant. Feuer und Bewegung! Verdammt, es hat mich erwischt! Ich bin bald da! Oh, kommt. Nimm die Beine in die Hand. Scheiße. Speer zur Stelle. Und wieder diese scheiß Sniper. Weißt du, wie oft ich mich über diese Sniper schon wieder geärgert habe? Schon sehr oft. Ja, und ich habe letztens erst wieder in selber Sniper eingesetzt und die waren so schnell weg. Er nimmt mein Scout raus. Zurückfallen lassen. Die Gruppe erwartet ihre Befehle. Scheiße, es hat einen erwischt. Geschütz einsatzbereit. Feind direkt zur eigenen Stellung. Infanterie bereit. Ziel ausgeschaltet. So, sehr gut. Ja, Hauptmann. Das Vaterland erwartet, dass jeder seine Pflicht erfüllt. Oh. So, Panzer habe ich leider erst wieder in Phase B. Achtung! Zu Befehl, Kommandant! Mein Kontakt!
KV-1E. Ach du Scheiße. Übrigens, ey, wir liegen deutlich hinten, möchte ich nur mal anmerken. Ja, ich seh's. Scheiße, hat einen erwischt. Ich werde meine Männer zum Sieg führen. Komm, Kollege. Scheiße, hat einen erwischt. Ich höre, Herr Hauptmann. Komm, der Offizier muss in der Mitte doch mal rausgehen. Boah, nee. Das war ja klar. Das war jetzt klar. Da ist einer mit einer... Na, Panzerfaust drin steht. Ja. Geht doch. Scheiße! Da ist mit so. Was? Pack geladen, Feuer! Lanzer zur Stelle! Verdammt, hier ist ganz schön was. War der KV-1E da? Verstanden, Ende. Das Vaterland erwartet, dass jeder seine Pflicht erfüllt. Auf erkannten Feind, Feuer frei! FG einsatzbereit. Wow. Bereit für Ihre Anweisung, Kommandant. Weihnachten ist der Krieg vorbei. Hat er mir jetzt hier drüben den Panzer ausgenommen, der KV-1E? Ach, scheiße. Okay, der ist schon mal raus. Brauchen Sie Deckungsfeuer? Wir haben Verlust erlitten! Wir sind bereit, Herr Kommandant. Oh. Das ist jetzt ganz schlecht. Feind gesichtet. Bereit für den Transport. Taxi, dort müssen wir hin. Dann krieg ich Opelblitz. Phase B, Okay. Das könnte... Ich höre, Herr Hauptmann. Was ist denn hier nur hier drüben los? Es ist mir eine Ehre, die Männer anzuführen. Feind gesichtet. Seid auf der Hut. Ach, noch ein Panzer. Ach du Scheiße. Ihre Befehle. Scheiße, es hat einen erwischt. Ich habe hier das Kommando. Oh, noch ein Sniper, der da kommt. Wie lauten Ihre Befehle? Ich brauche mal zu gucken. Feuer und Bewegung. Angriff. Ja, Hauptmann. Ist der Panzer da rausgegangen in der Mitte? Oh. 12-12. Holen Sie das Fernglas raus. Sieht so aus. Ah, stimmt, da steht ja noch eine Pack. Auch Mist. Ausladen, Kollegen. Die haben aber ganz schön wenig MG-Munition dabei. Die haben wir niedergemäht. Ah, hier. Okay, Angriff auf die Sniper. Ach, die können die gar nicht angreifen, okay. Hast du schon irgendwelche Unterstützungseinheiten? Also sowas wie... Nur MGs. Ja, also kein UP-Blitz oder sowas in die Richtung. Nee, die hole ich mir im ersten Phase... In Phase B, weil da habe ich immer mehr davon. In Phase A brauchst du die in der Regel immer noch nicht. Ja, ich frag nur, weil ich bräuchte ja welche. Weil mein Beutefeuerfly kann ja nichts machen. Gar nichts. Dann zieh den mal so weit zurück, in 44 Sekunden. Aber da hast du ja dann höchstwahrscheinlich selber. Ja, da habe ich dann selber. Ich habe hier das Kommando. So, erstmal seinen Sniper da rausgenommen. Jetzt pusht er doch schon wieder hier übers offene Feld. Wir fahren so schnell es geht. Fünfte Kompanie bereit. Da kommt wieder Einheit. Ach, Mann, Scheiße, geballte. Los, geballte Ladung. Loot, loot. Ich habe im Moment nicht so wirklich was, womit ich Infanterie, die übers offene Feld ankommt, angreifen kann. Außer halt die Panzer, die ich hier habe. Jetzt Phase B. Brauchst du jetzt noch Unterstützungs-LKW? Die habe ich jetzt selber. Okay. Speer zur Stelle. Unterstützung, Opel-Dützmund. Oh, oh. ISO. Wo? Ach, da drüben. Da. Da ist eine. Ja, ich seh's. Mein Kontakt! Und da sind 152. Ich führe den Angriff selbst an, Kommandant. Das Vaterland erwartet. So, erster Tiger kommt.
So, die Mörser gehen mal bitte hier hin. So, hier kann man auch schon mal ein Panther gehen. Schützung, da kommt ein MG hin. Oh shit, der Arsch. Was? Na, er hat ja mit Katyusha schon reingekloppt. Ja, so ein KV-1E macht doch nichts gegen einen Panther, oder? Kommt drauf an, auf die Distanz. Na, auf. 1,5? Könnte schwierig werden, glaube ich. Für den KV. Glaube ich auch. Oh, oh. Komm, dreh. Komm, Panzer 3. Gib mal bitte direkt die ISO-Knappung. Zurück. Also Ausschau nach feindlichen Flugzeugen. Es ist mir eine Ehre, die Männer anzuführen. So, ich brauche hier einen Scout mal bitte. So, Iso, wo bist du? Die ISO hin. Da ist er. Ey, meine Pack und mein Panzer T34 sind so blöd, hier zwei Opel Blitz, also zwei Versorgungs-LKWs rauszunehmen oder was das. Jetzt sind beide raus. Meine Fresse, ey. Sorgen Sie für ein freies Schussfeld. Jawohl, Herr Hauptmann. Dann geht's 42 da. Ist mein Scout hier rausgegangen? Taxi, dort müssen wir hin. Jawohl, Herr Kommandant. Wir begeben uns zur Koordinate. Vielleicht noch mal hingehen. Was sind Ihre Befehle? Oh, oh. 12:12 steht's. Das geht ja, aber wir haben ganz schön viele Punkte am Anfang verloren, ne? Artillerie, Artillerie. Was, wie ist denn das jetzt raus? Wow, ich hab gerade. An alle Einheiten, Feind gesichtet. Verstanden, Ende. Höre Sie gut. Hab ich jetzt gerade zwei Flaks verloren? Das sieht da stark danach aus. Da muss noch eine Pack sein. Jetzt hab ich ein Flugzeugen. Ja. Wow, der KV-1E nimmt auf 1500 Meter ungefähr ein T-34 raus. Ob stürmt oder schneit. Wieder umkehren. Wollen Sie mitfahren? Abmarsch, Männer! Sie den Arsch an Hans! Stehen bereit! Und der Tiger knackt den auch auf 1,4 nicht direkt. So, jetzt aber. Das ist schon wieder eine 5-Platz, ja. So, Unterstützung, Sturmtiger. Wo sind eigentlich meine Mörser? Die habe ich. Einsatzbereit.
Handgranaten geladen. Feuerbereit. Ich brauche hier mal noch einen richtigen Scout. Товарищ, не стреляй! Verstanden! Wie lautet der Plan? Dieses Geschütz rührt sich kaum vom Fleck. T-34-85 auf 1500 Meter, das sollte eigentlich gegen den Tiger kein Problem sein. Hm, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Artillerie. Okay, ja. Rot 6, kampfbereit. Ja. Kamerad, easy raus. Kamerad. Panzer vorwärts, Marsch! Jetzt, wieso schießt er denn hier? Der countert an Stellen schon wieder, wo ich überhaupt nicht weiß, wie er dort ein Spotting drauf bekommt. Oh Gott, eine Su. Ein Panzer 4J, ja, der sollte die Su locker knacken. Eigentlich. Ich habe ja noch ein Panther D. Hergestellt. Ich brauche mal noch andere Artillerie. Wir wurden getroffen! Gute Arbeit, Rückschütze! Marschbereitschaft hergestellt! So, Sus raus! Ah, es hat mich erwischt! So, ist denn der Scout jetzt hier endlich mal... Wow! Der schießt hier auf Position? Ich versteh's nicht. Okay. Ah, endlich. Ja, der schützt vorne drauf. Nee. Befehle, Kommandant. Ja, der schützt vorne, das ist schlecht. Ich brauche hier einen Scout. Wo fahren die denn hin? Bitte da lang. Ich würde gerne mal wissen, wie ein Soldat eine MP, einen Karabiner, einen LMG und eine Panzerfaust gleichzeitig tragen kann. Du wirst wahrscheinlich nur, hat er noch nicht alles gleichzeitig dabei. Jetzt kommen wir. Kurz miteinander. Sehen wir uns hier um. Ich befolge nur Befehle. Wir haben Verlust erlitten. Oh, jetzt hier. Sturmtiger. Kavum. Alter. Da war der KV mal eben weg. Kurz mal weggeboost. Schauen wir mal, ob wir auf Feinde stoßen. Einsatzbereit. Ja, ja. Mein Kontakt. Aber es ist wieder witzig, wie die KI keine Flugzeuge einsetzt. Erst wenn wir anfangen, Flugzeuge einzusetzen, wird die KI auch Flugzeuge einsetzen. Das ist so dumm. Oh. Jetzt wird's doch wohl mal Zeit für den Tiger. Artillerie zu Diensten. Verlegen so schnell wie möglich. Phase 10. Noch einen Tiger holen. Gefechtsbereitschaft herstellen. Weder Freund noch Feind. Nur lohnende Ziele. Panzer, Abwehr, Jagdpanzer. Ja. Taxi bereit. Feind gesichtet. So, der Aufklärer. Ich muss hier diesen Punkt haben, sonst verlieren wir das langfristig. Das ist scheiße. Ach, guck mal hier. Höre Sie klar und deutlich. Wir sind.
Panther. Taxi, dort müssen wir hin. Der Sieg liebt die Sorgfalt. Marschbereitschaft hergestellt. Haben Sie Zielkoordinaten, Hauptmann? Geschütz wird auf Ziel ausgerichtet. Es hat oh Gott, Ziel der Panzer 4 hat schon. Besatzung in Pa. Ja, na klar. Auf 1500 Meter, natürlich. Wie immer, diese Spielchen, ey. Komm, Wittmann. Wittmann, Junge. Da drauf. Nein, er schießt mir nicht Wittmann raus. Wir gewinnen diesen Krieg. Das ist ein Befehl. Was ist los? Ja, ne? Also die KI ist nicht immer, ne? Was denn? Ja, ich fahre jetzt erstmal schön Seite zu unserem T-35 und der wird mich schon nicht durchschlagen. Beziehungsweise treffen. Hm, okay. Panzer 4 ausgeführt. Oh, okay. Ich höre Hauptmann. So, Unterstützung. Hier haben wir noch ein MG, das können wir hier hochstellen. Geschütz wird auf Ziel ausgerichtet. Klar. Feuererlaubnis, Feuererlaubnis. Ruhe, erhört. Bereitschaft, es ist aus. Speer bereit. Jawohl. Hat den Aufklärer ausgenommen, der Arsch. Wie lautet der Plan? Ziel vernichtet. Verdammt, es hat mich erwischt. Ihr Nachbarn, Angriff. Hört, sehen wir uns hier um. Sanitäter! Ich führe den Angriff selbst an, Kommandant. Also wenn der Sturmtiger schießt, da bleibt nichts übrig an der Stelle. Da wächst kein Gras mehr. Ne. Was macht denn das MG hier mitten auf dem... Oh, das ist wieder vorne rumgefahren, natürlich. Und er countert wieder an Positionen, wo ich nicht weiß, wie er die spottet. Ja, und jetzt kommt er mit Flugzeugen. Du kannst mich mal am Arsch lecken. Boden. Da bei mir in der Mitte. Na, wenn das so anfängt, dann mache ich. Dann mache ich weiter. Fünfte Kompanie bereit. Es hat Unteroffizier Steine erwischt. Nee, die vergrößt genau zwischen da. Jawohl, Kommandant. Wachsam bleiben. Sehen wir uns hier um. Verstanden. Ende. Vergrößt. Flugabwehr. Ob's stürmt oder schneit. Ah, es hat mich erwischt. Steht zu Diensten. So. Sieh den Arsch an, Hans. Ja, Hauptmann. Auf erkannten Feind, Feuer frei. Zurückfallen lassen. Wo werden wir gebraucht? Oh, ich glaube, ich habe einen KV. Komm, ich glaube, ich habe einen KV 85. Jetzt. Es steht immer noch 11 zu. Ah, ne, wir führen jetzt. 13, 13, 11 steht jetzt für den Gegner. Für uns.
Ja, ja, der Tiger räumt dort nicht aus. Zum Glück sind hier noch keine mechanischen Probleme im Spiel drin. Wow! Jetzt hat er mir den Tiger 1 rausgenommen hier. Wie hat er denn das jetzt geschafft? Das war mein einziger Tiger, den ich hatte. Also einer, nee, nicht der einzige, aber auf jeden Fall. Das ist wieder so ein Ding. Auf über 1500 Meter muss er mir jetzt den Tiger rausgenommen haben. Weil hier ist nichts weiter, was hier. Also da ist nichts. Das ist echt wieder geil. Hol ich mal drei Hummeln. Los geht's, Männer! Ich würde mir wünschen, wenn man irgendwann mal die Richtung angeben könnte, in welche die Fahrzeuge stehen sollen. Kannst du rechtsklick und dann einfach ziehen. Rechtsklick? Also dann wähl die mal aus und dann rechtsklick irgendwo hin und dann kannst du die Richtung auswählen, wie sie sich hinstellen sollen. Also rechts gedrückt halten und dann halt die Maus bewegen und dann kannst du quasi die auswählen, in welche Richtung die gucken. Ah. Das Problem ist halt, dass die dann, die machen halt trotzdem, was sie wollen teilweise, weißt du? Ah, das ist gut. Sprenggranaten geladen. Feuer bereit. Mein Kontakt. Artillerie. Verdammt, es hat mich erwischt. Und da ging, Lanzer zur Stelle. Wo er diese scheiß Artillerie von ihm. Wie viel 24 haben? Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich auf 4 Sterne auf eine Einheit drauf kriege. Was ich zwar nicht vermute. Aber ich kann es dann ausprobieren. Er pusht jetzt hier mit KV-85ern. Feuer bereit. Verdammt, es hat mich erwischt. Was sind Ihre Befehle? Wir können nicht mehr. Aufgepasst, Männer, es geht los. Was sind Ihre Befehle? Guter Schuss! Rückwärts, Marsch, am besten gestern! Komm, nimm den T-34 da raus. Ah, es hat mich erwischt! Volle Schwarze! Wie wäre es mit Kopfschuss? Dreht sich trotzdem wieder. Ja, natürlich, das ist das Problem dabei. Der Sieg liebt die Sorgfalt. Will sich einmal so hin, und dann geht, und dann macht das trotzdem nicht wieder. Ist jetzt überall dreht er gut. Verstanden, Ende. Ihre Befehle, Kommandant. Okay, gut. Ich hab's nur gewusst, also 3 Sterne ist höchste, was ein Panzer kriegt. Und eine Einheit. Herr Kommandant? 10 Grad nach oben. Feuer. Über Ebert angegriffen. Bereit, Herr Kommandant. Oh. Geschütz wird auf Ziel ausgerichtet. Verdammt! Wir können nicht mehr. Geräuschdisziplin. Nur wir können da gar nichts machen. Zuckerwehr. So. Tja, ich muss dich wieder zurückziehen, ja. Ach du Scheiße, jetzt kommt aber hier links auch. Ich hab so eine Menge Infanterie. Wir haben Verlust erlitten! Könnte es kaum erwarten? Nein. Ach. Feind in der Nähe! Beschützt die Artillerie! 10 Grad nach oben! Feuer! Wir haben Verlust erlitten! Bereit, Herr Kommandant. Panzergranate geladen! Warum fahren die denn wieder vorne rum? Wir haben Ausfälle in unseren Reihen! Verstanden! Verstanden! Führen Stellungswechsel durch! Ende! Die feindlichen Panzer sind nur aus Papier! Mehr Feuerkraft gefällig? Verstanden! Verlegen Feuerstellung! Ziel anvisieren! Feuer frei! Motor aus! Noch ein T-34. Versorger bereit. Verstanden. Sind unterwegs. Ende.
So, hier die sind auch da. Der brennt lichterloh. Ich habe keine Jäger mehr, ne? Bereit für die Jagd. Okay. Ich glaube, auf dem Nachtisch, wie ich es mir schon gedacht habe. Noch einer. Was hat er mir jetzt rausgenommen? Ach, hier die. Wo werden wir gebraucht? Gute Arbeit, Richtschütze! Jo. Meld uns zum Dienst, Herr Kommandant. Gut, Mist. Es hat mich erwischt! Ah, der, ja, genau. Das macht ein guter Tiger. Der wird stehen. Macht euch einsatzbereit! Der hat uns erwischt! Auf der Suche nach Beute! Fahrer, gib alles! Na los, nimm den T-34 da raus. Ah, trifft die nicht. Trefferwahrscheinlichkeit 60%! Ja, es ist manchmal sind die höchsten Trefferwahrscheinlichkeiten wie null. Melden uns zum Dienst, Herr Kommandant. Setzen uns in Bewegung. Er countert schon wieder an Stellen, wo ich nicht weiß, wo er weiß, dass, also wo mir unklar ist, wie er weiß, dass dort Einheiten von mir stehen. Ich habe eben manchmal, dass er mehr über deine Einheitenposition weiß, als du überhaupt, als du das denkst. Ja. Weil es ist halt ein Computer. So, T-34, jetzt kommt noch ein Jagdpanzer hier. Oh, er trifft ihn nicht. Was? Wir werden hier Fahrzeuge rausgenommen, wo ich, oder Einheiten, wo ich nicht frage, von was die rausgenommen werden. Du kennst das. Ja, ich kenne das. Ladeschütze für 100 von Arti. Also drei Jagdpanzer, vier. Oh, Scheiße. Ja, netter. Okay. Also fassen wir kurz zusammen: drei Jagdpanzer, vier schaffen es nicht, einen T-34 rauszunehmen. Am Ende knallt er mir jetzt mindestens einen Jagdpanzer, vier mit der Katyusha raus. Es ist Witz. Krieg den nicht raus dort. Okay. Wow, mein Sturmtiger ist rausgegangen. Oh. Wie? Jagdpanzer bereit. Es ist. Ach Mann, ey. Scheiße, es hat einen erwischt. Was auch geil ist, wenn du den Panzern sagst, sie sollen rückwärts fahren, um sich zurückzuziehen und sie kommen dann auf Unterdrückung in, und ziehen sich dann zurück, dann drehen sie und erstmal auf der Stelle und fahren dann erst weiter. Das heißt, dann werden sie definitiv rausgenommen. Das ist so richtig dumm. Das ist mir gerade wieder passiert. Boah, da, jetzt wurde mein Scout gecountert. Woher weiß er, dass da ein Scout von mir steht, ne? Ja, ich habe keine Ahnung. Ja, Panther geht bei dir gerade raus, ich hab's gesehen. In Bewegung, macht euch kampfbereit! Fünfte Kompanie bereit! Ich weiß, Infanterie habt, die ich ja noch messen hab. Sollte vielleicht auch nochmal einsetzen. Wie sieht's aus, Hauptmann? Zielkoordinaten, Kommandant? Indianer auf
Also ein Flugzeug ist rausgegangen. Da steht ordentlich Flak. Die Jagd geht. Ja, die Jagd geht auch raus, okay. Es hat Unteroffizier Beine erwischt. Also bei mir sind alle drei Flugzeuge, die ich rausgeschickt habe, auch noch halb wieder heilen, wieder nach Hause gekommen. Oh, das ist gut. Wow. Wir fassen kurz zusammen. Ein T-34-85 schafft es auf 1.500 Meter einen Jagdpanzer 4 rauszunehmen. Läuft. Ja, mit einem Schuss. Feuer bereit. Stellungswechsel. Feind gesichtet. Oh. Kommt die hier. Das kann ich nicht mit ansehen, dreh um. Kriegt ihr den KV da wenigstens raus? Weiß ich nicht. Aufklärung habe ich auch nichts mehr. Wo ist denn bei dir der nächste Punkt, den man einnehmen könnte? Der ist auch weit weg. Scheiße. Die Gruppe erwartet ihre Befehle. Marschbereitschaft hergestellt. Weißt du, und dann machen sie wieder, schießen sie einmal und nehmen dann auf genau die gleiche Distanz ein T-34-85 raus mit einem Schuss. Oder mit zweien. Weißt du, wo ich vorher mit drei Jagdpanzern es partout nicht schaffe und am Ende zwei von den drei Fahrzeugen verliere. Das ist so bescheuert. Also, ich verstehe es manchmal einfach nicht. Ja, da bombt er mir jetzt die Pack raus, natürlich. Jetzt hat er mir den Punkt da wieder weggenommen. Oh, ist das zum Kotzen. Lass mich raus! Ich will nach Hause! Lass mich gehen! Das kann mir doch keiner erzählen, dass die drei Infanterieeinheiten instant alle auf Schockstarre sind, weil da eine gegnerische Einheit steht. Leute, nie im Leben! Was ist denn das? Ich schicke dort drei Infanterieeinheiten rein, drei Panzergrenadiereinheiten und die sind instant auf Schockstarre, weil da ein Gegner steht? Was zur Hölle? Die gehen alle raus! Die gehen alle raus! Was ist denn das für ein Bullshit? Da reg ich mich jedes Mal wieder neu aufs Neue drüber auf. Ich habe jetzt gerade drei Infanterieeinheiten verloren, um eine gegnerische Infanterieeinheit rauszubekommen. Hä? Erklär mir das, wie das ist, wie das geht. Sehen wir uns hier um. Oh Mann, ey, und er führt wieder. Weil ich diesen Punkt dort einfach nicht kriege. Habe ich noch irgendwas an vernünftiger Panzerabwehr? 75er. So, auf effizienten Schuss hier oben rein. Geschütz wird bewegt, Herr Kommandant. Eieiei. Scheiße, das war klar. Wie ist die Lage? Ausweichen. Was ist denn das Konzept als nächstes denn noch? Wir sind dann der nächsten Tiger raus. Komm, nimm dir Schockstarre. Ja, okay, die gehen raus. Die scheiß KV85, ey. Achtung. Ja, ein KV85 schießt gerade auf deine Einheiten, ich weiß auch nicht was. Kannst du gegen den hier was machen? Den da. Ich probier's gerade. Oh.
Ja, wenn er da drunter fährt, ist er tot. Jetzt mal so. Und wir haben es auf erneute, diesmal sind sogar 1700 Meter, ein T-34-85 unterschlägt ein Jagdpanzer 4. Damit sind alle Jagdpanzer 4, die ich hatte, rausgenommen worden, auf unerklärliche, bescheuerte Weise. Da fehlen mir echt die Worte. Ja. Da hat er am nächsten Tag, von mir hat er eben auch wieder einen Jagdpanzer 4 rausgenommen. Ich habe keine Jagdpanzer 4 mehr. Jetzt nimmt er mir... Wow, er hat genau den Schusskanal gefunden. Ach, so helle. Auf der Flak. Er countert meine Arti, meine Hummel. Deshalb ich nur noch eine Hummel. Meint jetzt meinen Tiger raus. Du Arschloch, ey, dieser. Wie schnell ist das Flugzeug bitte da? Okay, jetzt habe ich so gut wie keine Panzer mehr. Oh. Kann man wieder ein paar anfordern. Ich komme immer nicht dazu. Wuppel Blitzmund ist jetzt leer. Und was mache ich jetzt damit? Den kannst du einfach, ja. Mehr Feuerkraft gefällig? Die kann ich im Prinzip einmal an die Front schicken, damit er ein bisschen scoutet. Zum Scouten, ja. Ja, geil. Ich nehme noch meinen Beute Firefly raus. Ach, der hat noch gelebt. Okay. Luca wäre. Haben Sie Zielkoordinaten, Hauptmann? Greif doch mal an. Mann. Ach, die haben keine. Oh, ups. Was ist denn? Ah, die haben keine Panzerfäuste. Dann wird das natürlich auch nicht. Und deine? Nee, nein, die haben da auch keine Panzerfäuste. Deswegen habe ich auch gewartet, bis du eventuell dieses schaffst, die Panzer rauszunehmen, weil ich da nur helfen kann, wenn der Infanterie kommt. Dass man da noch einen. Ja, aber die haben es anscheinend nicht so hingekriegt. Halb zieh mal die Halbhelden weg. So, die geben auf. So, jetzt führen wir 14-10. Also ich glaube, das Einzige, was ich am Panzer noch... Ach, ich kann noch 11 Panzer 4H rufen, okay. Wie er mir die auf über fast 2000 Meter rausnimmt, ey. Da fehlen dir wirklich die Worte dafür. Pack zur Stelle. Ja. Ja. Bereit, einen Panzer den Gar auszumachen. Infanterie bereit. Oh, tschüss halt bitte. Du kriegst den ja nie raus, den 85er, oder? Nee. Gucken, was mein Flugzeug da so machen kann. Ich habe jetzt alle drei Flugzeuge raufgeschickt. Ach du Scheiße! Verstanden. Ende. Da gehen direkt meine Einheiten raus, die ich gerade gerufen habe, oder? Ne, sie überleben das noch. Ja, Muni-Explosion. Geil. Ist er raus? Ja, der T-385 ist raus. Okay, dann. Überprüf Waffen und Munition. Okay, brauchen wir ein bisschen Spottigen. Motor läuft. Товарищ, не стреляй. Es ergeben sich jetzt relativ viele Einheiten von denen. Ja, na, das ist wie, wenn die halt im gegnerischen Territorium sind, ergeben die sich, wenn du 50 Meter rangehst.
Movements, Die müssen unter Schockstarre sein, glaube ich. Dann ergeben sie sich. Oder Rückzug oder sowas. Ja. Pack zusammen und dann los. Kam ich wieder auf Flugzeuge? Ah ja, dort. Erwarte Anweisungen. Hero 2, Feind gesichtet. Ah, da kommt mein Flieger gar nicht schnell genug ran. Verstanden. Kehre zurück zum Stützpunkt. Punkt 1, einsatzbereit. Bodenstelle, greife jetzt an. Schlachtflieger bereit. Feind gesichert, Ziel auffassen. Brecher ab, Ende. Das wird was für die Wochenschau. Bin auf Empfang. Punkt 1, greift an. Da kommen wieder Jäger von ihm. Dicke Luft hier oben. Oh, pass auf, dass deiner da. Verdammter Mist, der Motor brennt. Kriege ich den KV da raus? Yes. Dicke Luft hier oben. Verstanden und bestätigt. Okay, das war ja ganz erfolgreich jetzt da gegen die Panzer. Da haben wir auf jeden Fall ein paar Punkte gut gemacht. 14-10. Kriege ich auch noch die. Jawohl, Kommandant. Den Punkt da in der Mitte, dann steht es schon 15-9. Oh, eine Hull. Eine einzige. Mein Kontakt. Geschütz einsatzbereit. Das Vaterland erwartet, dass jeder seine Pflicht erfüllt. So, Infanterie. No. Erwarte Anweisungen. Komm. Zieh den Arsch an, Hans. Jagdflugzeug bereit. Zu Befehl, Kommandant. Dreh jetzt ab. Verdammt, ich wurde schwer getroffen. Wir haben Gesellschaft. Mal noch eine Flugabwehr hier hinstellen. Verdammt, es hat mich erwischt. Ja, wenn der mal nur einmal anfliegen kann und dann geht er raus oder so, ist das schon mal gut. So 15-9. Problem ist, da hinten die 8, die 85er, aber da schießt du schon mit einer Artillerie drauf, das ist gut. Bereit zum Angriff. Mein Kontakt. Jabo bereit. Leitstelle, bereit zum Angriff. Habe verstanden. Kriegst du die 85er auch komplett unterdrückt? Weiß ich nicht. Boah, jetzt hat er hier mein. Ey, pass mal auf deine Wirbelwinde, der hat gerade meinen Flugabwehr dort gecountert. Nicht, dass du dir noch die Wirbelwinde verlierst. Das ist ja schlecht. Ja. Jawohl, Hauptmann. Jawohl, Kommandant. So, jetzt ist die komplett unter Schockstarre. Wie laufen die Befehle? Bitte rausgehen. Feind im Visier. Ja, das sind wahrscheinlich die ganzen MGs, die ich da hingepackt habe. Feind direkt vor eigener Stellung. Höre sie gut. Weißt du, toll. Wenn es nicht unbedingt das Schlauste ist, ich greife jetzt einfach die 85mm mit meinen Flugzeugen an. Habe ich gerade auch schon drauf gesetzt. Dicke Luft hier oben. Aber die kriegst du irgendwie ganz schwer raus. Jetzt. Ja, sehr gut. Jetzt. Ziel ausgeschaltet. Fahren Sie fort, Bodo. Jetzt countert er da ein MG42 von mir, was seit höchstwahrscheinlich Jahren nicht mehr geschossen hat. Geschütz wird auf Ziel ausgerichtet.
Jagdflugzeug bereit. Ändere Kurs. Da ist noch eine 37 mm. Hier ist einiges los. Alter, was hast du denn da jetzt aufgedeckt? Weiß ich nicht. Wie lautet Ihr Befehl, Hauptmann? Natürlich, Kommandant. Marschbereitschaft hergestellt. Gute Arbeit, Lichtschütze. Feind im Visier. Feuer! Ach, verdammt, es hat mich erwischt. Gute Arbeit, Lichtschütze. Ja, aber sieht jetzt gut aus. Also wenn wir den Punkt sogar noch kriegen, dann haben wir echt gute Chancen jetzt hier. Ich hole mal noch ein paar Panzer dazu. Hören Sie klar und deutlich. Aufgepasst, Männer, es geht los. Da steht noch ein T-34 da. Oh. Ja, wo bereit? Ja, ich hab ihn gesehen. Da ist schon zu ohnmächtig von Waffen. Von nicht. Maultierhunde sind das. Ah, geil. Wir stehen unter Beschuss! Artillerie zu dienen. Rollen wir einmal Infanterie. Brecher ab, Ende. Dicke Luft hier oben. Der geht nicht raus. Rabe 4, warte auf Einsatzbefehl. Gute Arbeit, Lichtschütze. Ah, die Juri, ah, die schafft's nicht. Gut, hol da mal zwei Flammen-Dinger hin. Flammenhalbketten. Ja, die Ju habe ich jetzt verloren. So, die 37 mm von ihm greife ich da hinten jetzt mal mit meinen Panzern an, damit die mal unser Flugzeug nicht mal nervt. 16 zu 8, ja, easy going jetzt hier. Ich habe keine Jäger mehr. Oh shit, passt da ja auf, was da kommt, das Flugzeug. Wenn das auf deine Panther schießt, hast du ein. Das sind im Moment mit einem Flugzeug vier Panther weg, ey. Das ist richtig mies, das Vieh. Komm, schieß es ab, los! Ja, sehr gut. Ja. Die sind richtig gefährlich. So, der Punkt hier, der muss jetzt in unsere. Da kommt das nächste. Flugabwehr, ja, auch da. Da kommt, oh Gott, da ist schon wieder so ein Vieh. Fahren Sie fort, Bodo. Ja, sehr gut. Fahren Sie fort, Bodo. Flugabwehr. Da steht aber noch irgendwo eine Flugabwehr von ihm. Irgendwo, hier. Da hinten. Ja. Kommt schon wieder eins. Es gibt's ja gar nicht. Ich habe keine Jäger mehr. Der einzige Jäger ist gerade auf dem Rückzug. Und der geht jetzt gerade raus, wenn ich Pech hab. Ja. Oh. Okay. Ja, nur Getriebe zum Glück. Panther Gerrit angegriffen. Irgendjemand hat halt gleich keine Muni mehr. 17-7. Oh. Ach ja, hier. Unterstützung. Infanterie bereit. Den zeigen wir's, Männer. Oh, ich hab hier noch Panzer. Zweiter Zug einsatzbereit. Ach, der T-34 ist immer noch dort. Das ist der große Augenblick der Luftwaffe. Komm, Tiger. Yes. Ja. Was sind Ihre Befehle? Gute Arbeit, Lichtschütze. So, was steht da? Eine 122er. Ja. Oh, noch eine Pack. Wird dann rausgenommen. Ja, ich hab einen Panzer 4 da gerade verloren. Gibt es Neuigkeiten?
Hab ich noch ein paar 8-8er. Da steht immer noch irgendwo Flak von ihm. Ach, die geht raus. Okay, sehr gut. Ah, links steht noch irgendwas im Wald. Genau da. Ja, ich hab's gesehen, die Schüsse. Scheiße. Dicke Luft hier oben. Lächer ab, Ende. Mach ich mal das, was er immer am liebsten macht. Aua! Mein Zeug kaum dran. Ohne Tritt, Marsch! Stehen bereit. Wo ist denn mein einziger Jäger dessen? Bewegt deine Panzer da, der wird auch gerade noch drauf geklatscht mit Artillerie von ihm. Hat er gerade. Er hat einen externen Adi-Schlag gerufen, der Arsch, oder? So wie das aussieht. Ja. Naja, 2 Minuten noch. Ich mal einen Panther. Ich rufe hier mal ein paar Panther hin, damit die mal den Punkt holen. Ja. Bären Niederlage. Okay. Das brauchen wir. Gibt da Punkte. Gibt da Punkte. Das stimmt. Fahrzeug bereit, Hauptmann. Gibt's nicht mehr. Komm, drauf auf die. Na, hier unten ist noch was. Da schaut noch ein Scout von ihm, oder was? Wir lauten ihre Befehle. Wirklich? Wir wurden getroffen! Die Infanterie wird mich hassen. Wir haben keine Munition mehr. Klar zum Gefecht. Wir werden sie aufspüren und vernichten. Wir lauten ihre Befehle. Da war ich. Okay, ja. Da war's vorbei. Oh Mann, ey. Was schon zur Hölle? Statistiken. Ja, du machst ja mal eben 6300 Kills. Also man merkt wieder, schwere KI macht immer wieder mehr. Und hat halt, die macht immer mehr Kills und hat immer mehr Verluste. Ja, na, die ist einfach aktiver, ne? Mhm. Aber war trotzdem, also sag mal, die zweite Hälfte, nachdem dann meine Panzer 4, meine Jagdpanzer 4 raus waren, durch wieder mysteriöse Art und Weiche, lief es dann doch ganz gut. Also man merkt auch, und ich glaube, das ist das, wo wir auch noch ein bisschen koordinierter arbeiten müssen, dass wenn wir einfach sehen, dass wir auf irgendeiner Flanke nicht weiterkommen, dass wir uns halt zusammen auf die andere Seite konzentrieren. Weil als wir angefangen haben, dort unsere Kräfte gebündelt auf der rechten Flanke nach vorne zu schicken, war der ja dann im Nu weg. Ja. Also hat er ja gar nichts mehr entgegensetzen können, so richtig. Naja, gut. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, lasst wie immer dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Mein Dank geht auch raus an meine großen Kanalunterstützer Kalle, Ködö, Irondahl und GameOne-Fan. Vielen Dank fürs Mitspielen, Mr. Simpson. Jo. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.